Der Kesselberg, die berühmt-berüchtigte Motorradraserstrecke in Bayern. In rasanten Kurven, verteilt auf 9 Kilometer und 240 Höhenmeter, heizen die Biker über den Asphalt. Aber trotz Geschwindigkeitsbeschränkung und Überholverbot kommt es jedes Jahr zu tödlichen Unfällen. Benjamin Vogt, Jan Zangenfeind und Michael Pöhler von der Kontrollgruppe Motorrad der Polizei Oberbayern versuchen mit regelmäßigen Geschwindigkeits- und Technikchecks dem Raserwahnsinn Einhalt zu gebieten. Ich fahre selber seit 30 Jahren schon am Kesselberg, bin auch früher oft privat hier gewesen. Wir haben leider immer wieder schwere Unfälle. Man sieht es auch an den vielen Kreuzen hier am Kesselberg und an den vielen Einschlägen in der Leitplanke, dass halt nicht immer jede Fahrt gut oder glimpflich endet oder jeder Sturz glimpflich endet. Besonders häufig verunglücken die sogenannten High-Risk-Biker. Sie fahren viel zu schnell, zu riskant und sind meistens auf selbst aufgemotzten Motorrädern unterwegs, so wie dieser Fahrer. Also das war ein Fahrer, der zu der High-Risk-Bike-Szene zählt, der auch bekannt ist, hier immer wieder schnell zu fahren und die Kurven auszureizen. Bei dem Fahrzeug wurde festgestellt, augenscheinlich schon, dass das Kennzeichen viel zu flach ist. Also zulässig war eine Neigung nach hinten von 30 Grad. Wir haben jetzt dabei fast 45 Grad. Somit besteht der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs. Wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Die meisten machen es aus Optikgründen, weil es einfach schöner ausschaut, wenn das Heck ein bisschen steiler ist. Oder der Halter. Was das für einen Sinn eigentlich hätte, möchte man natürlich keinem unterstellen. Es gibt welche, die machen es bewusst, dass in der Blitzanlage nicht registriert werden können. Oder halt vom Kollegen der Nachfahrt nicht registriert werden können durchs Ablesen von Kennzeichen. Jetzt brauche ich bloß ein bisschen Platz zum Fotos machen. Wenn Sie sich mal bitte draufsitzen aufs Moped und gerade stellen, dass wir es im Fahrbetrieb sehen, weil dann kommt da hinten ein bisschen runter. Die Fotos braucht später das Gericht. Für den High-Risk-Biker wird der Verstoß richtig teuer. Das ist eine Straftat da nach dem Strafgesetzbuch. Das ist ein Kennzeichenmissbrauch, der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs. Und also unter 800 bis 1000 Euro Strafe wird er wohl nicht davon kommen. Es gibt natürlich Heckumbauten, da wo Kennzeichenhalter für den Rennbetrieb freigegeben sind, speziell von Ducati. Die kann man nicht verstellen. Die sind einfach in dem Winkel angebracht und da ist aber auch vermerkt, dass sie nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind. Das ist jetzt eine Halterung, die ist geschraubt, die kann man verstellen. Sehr leicht sogar. Ob es mit mutwilliger Absicht gemacht hat oder in rechtswidriger Absicht, wollen wir ihm jetzt hier heraus nicht unterstellen. Immerhin kann er sein Kennzeichen sekundenschnell in die richtige Position stellen und entgeht damit dem vorzeitigen Ende seiner Fahrt. Passt wunderbar. Ja. Also wie gesagt, der Kennzeichenmissbrauch war jetzt Grund dafür, die Weiterfahrt zu unterbinden. Der Mangel kann vor Ort behoben werden. Aufgrund dessen, dass das bloß verschraubt ist, somit können wir die Weiterfahrt gestatten, weil einfach das Motorrad wieder im ordnungsgemäßen Zustand ist. Genau. Dankeschön. Etliche Biker verwechseln den Kesselberg mit einer Rennstrecke. Sie gehen ans Limit, reizen die Kurven aus und überschätzen sich. Und das mit ordentlich Power unter dem Hintern. Hobbybiker und Verkehrspolizist Jan Zangenfeind fehlt dafür jedes Verständnis. Es ist schwierig, in so einen Menschen hineinzusehen, weil es ist eigentlich kein Lebenserhaltungswille bei denen feststellbar. Sie fahren, ohne auf sich oder auf andere zu achten und auch an die Folgen zu denken. Nur ein kleiner Sturz genügt und man kracht in die Leitplanke und das kann es dann gewesen sein. Und wenn man so wenig an seinem Leben hängt, dann ist das eigentlich für uns nicht nachvollziehbar. Erstes Indiz für die Beamten, der Sound. Wer den Schalldämpfer aus dem Auspuff ausbaut, nimmt es oft auch bei anderen Anbauteilen an seinem Bike nicht so genau. Servus, gut. Danke, gerne. Verkehrskontrolle, Führerschein, Fahrzeugschein, bitte. Jan Zangenfeind sieht sofort. Hier stimmt so einiges nicht. Zwei Dinge gefallen mir gar nicht. Von allem. Der Spiegel. Da haben wir für die Bremse irgendwas dabei, weil da KBA-Nummer draufsteht. Keine KBA-Nummer heißt, nicht zugelassen vom Kraftfahrbundesamt und damit im Straßenverkehr verboten. Sprich, das Teil ist irgendwo aus Fernost, aber nicht zugelassen. Okay. Ja. Und was gehört da rein? Da gehört. Was mag der Nachbar gar nicht? Lärm. Und auch der Urlauber, der hier Urlaub macht, will keinen Lärm. Sein. Nein? Nicht. Genau. Haben Sie den dabei? Habe ich dabei. Gut, den bauen wir ein.
Dann kann man also aus unserer Sicht auch und aus der Sicht der Bürger, die hier wohnen oder anwohnen, überhaupt nicht verstehen. Weil man sich vorstellt, hier fahren teilweise 1500 bis 2000 Motoren am Tag vorbei und nur 10% haben den Auspuff zu laut, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was hier in dem Tal für eine Lärmentwicklung ist. Den Auspuff kann der Biker vor Ort leiser machen. Der illegale Bremshebel ist ein größeres Problem. Wenn da keine Nummer drauf ist, dann ist die Weiterfahrt unterbunden. Das heißt? Der Bremshebel wird im Original sichergestellt und Sie müssen dann irgendwo einen Bremshebel besorgen in der Werkstatt oder beim Händler in der Nähe. Weil mit einem nicht zugelassenen Bremshebel darf man dann nicht weiterfahren lassen. Weil das sind Teile aus Fernost, die sind billigst hergestellt aus Fensteraluminium. Und da kann kein Mensch sagen, ob der Vollbremsung aushält. Nur dazu ist der kürzer wie der Originalhebel, weil ich ihn gar nicht mit der ganzen Hand greifen kann. Und der Spiegel hat eine Mindestgröße von 69 Quadratzentimeter. Sprich, ein Kreis mit 78 mm muss in den Spiegel reingehen. Also einen Abbiegeumfang haben zum Beispiel, da sagt die Versicherung, mit diesem Spiegel hat er den nachfolgenden Verkehr nicht gesehen. Und die Versicherung zahlt keinen Pfennig. Jetzt haben wir jetzt drei Probleme. Drei Probleme auf einmal. Genau, eins können wir lösen, aber den Bremshebel können wir nicht lösen. Denn mit diesem gefährlichen Umbau erlischt die Betriebserlaubnis. Der Fahrer sucht nach einem Ausweg. Welche Möglichkeiten hätte ich? Da müssen wir schauen, irgendwo in der Nähe, ob ein Honda-Händler ist, wo sie heute noch einen Bremshebel besorgen können. Jetzt wird es natürlich 16:45 knapp. Diese Umbauten haben wir leider sehr oft. Da wird um 20.000 Euro ein Motorrad gekauft und dann montiert man um 40 Euro oder 45 Euro billige Bremshebel oder Kupplungshebel und geht damit ein hohes Risiko ein. Der Biker ist bedient. Aber Einsicht? Fehlanzeige. Sein Motto, Hauptsache das Motorrad macht optisch was her. Schaut schön aus. Ja, ja. Mir ist genug. Und voilà. Da ist sie, die Spaßbremse. Der sogenannte DB-Killer. Ihr seid einfach zu alt. Der fungiert als Schalldämpfer und schluckt nicht nur Lärm, sondern auch Leistung. Deswegen bauen ihn viele Spaßbiker kurzerhand aus. Und damit die Polizei die Maschine bei einer Kontrolle nicht wegen des fehlenden DB-Killers aus dem Verkehr zieht, führen sie das kleine Metallrohr einfach mit. Das bedeutet aber Vorsatz und damit ein doppeltes Bußgeld. Also der DB-Killer, der war äußerst sauber. Man hat also gesehen, dass der vermutlich noch nie eingebaut gelaufen ist, der Motor, und mit dem DB-Killer. Warum das macht, Sound ist toll, das ist ja auch ein Verkaufsargument vieler Motorradhersteller. Der Biker hat noch einen anderen Grund dafür, ohne DB-Killer zu fahren. Zug. Besserer Zug. In dem Teil, was drinnen steckt, ist gar nicht gut. Geht von unten gar nicht. Bei der Höhe Drehzahlen vielleicht. Und wir brauchen mehr Power. Fürs Erste hilft ihm die Power seines Motorrades aber nicht weiter. Doch das hat er immer noch nicht begriffen. Falls was kann ich mit dem Motorrad zum Honda-Händler? Der Hebel bleibt bei uns, mit dem fahren wir keine Meter mehr. Ach schon. Welche Möglichkeit habe ich zum Händler kommen? Bist du allein unterwegs im Link, du hast. Ja, schwierig. Also mit dem Hebel können wir den nicht fahren lassen. Mhm. Okay. Eigentlich ist der Biker auf dem Weg heim nach Nürnberg. Doch das wird erstmal nichts. Denn neue Bremshebel kriegt der Mann hier rund um den Kochelsee so schnell nicht her. Die Läden schließen gleich. Seinen neuen Hebel bekommt er also frühestens am nächsten Morgen. Doch aufgeben kommt offensichtlich nicht in Frage. Er haut einfach ein paar andere Biker an, die gerade ihre Harley verladen. Mit unerwartetem Erfolg. Die Harley-Fahrer nehmen nicht nur sein Motorrad mit auf den Anhänger. Die Leute, die sagen, ja, ich darf zu denen nach Hause fahren. Nach Weilheim, oder? Oder dahin? Bei denen übernachten. Das war super. Kann man das machen? Ja, wenn ich mein Hebel kriege, dann kannst du mit den. Der Hebel bleibt auf jeden Fall da. Nee, den lassen wir da. Ja, und dann der Rest. Mhm. Wäre ja super, wenn das so funktioniert. Ja. Kann ich wenigstens mit Maschine nach hinten fahren? Hauptsache, du bringst mir dann den Hebel da. Dann bring den Hebel wieder hin. Ohne Hebel kein Führerschein. Ja, die sind ganz gut. Also, das ist so eine. Egal mit welcher Maschine du fährst. Biker lässt nicht andere Biker im Stich. Also das war ein Zufall. Biker helfen sich grundsätzlich schon, wenn es irgendwie geht. Aber so, das war schon sehr außergewöhnlich, diese Konstellation.
Transport und Schlafplatz sind also gesichert. Teuer wird's trotzdem. Was wird das alles kosten für mich? Wäre sehr interessant. Um die 200 Euro Bußgeld werden sie. Mhm. Punkte? Und ein Punkt in Flensburg. Ein Punkt. Hab noch Spielraum. Hast noch Spielraum. Und wenn es der Einzige bleibt, dann passt's. Ohne Führerscheinentzug? Ja, ist nix. Das ist ja gut. Dann muss er seine Maschine neu zulassen, weil es kommt ein Schreiben natürlich auch von unserer Seite an die Zulassungsstelle, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist. Der muss die Betriebserlaubnis neu erlangen, wird von der Zulassungsstelle aufgefordert, das Fahrzeug beim TÜV vorzuführen. Und insgesamt wird das schon so knappe 500 Euro kosten. Ein teurer Spaß für ein paar coole Bremshebel, Spiegel und einen satten Sound. Ob ihm das eine Lehre ist, bezweifeln die Beamten. Viel Zeit darüber nachzudenken bleibt den Polizisten sowieso nicht, denn schon winken sie einen weiteren Biker raus.